Moin Leute, hier auch noch ein kurzes Corona-Update aus Hessen. Corona nervt gewaltig. Aber wir machen das Beste draus. Uns geht's gut. Wir nehmen uns jetzt Zeit für viele Dinge, die man immer so ein bisschen aufgeschoben hat die ganzen Jahre. Und letztendlich entschleunigen wir auch. Und es gibt auch, denke ich, Positives aus der Krise, was man jetzt so mitbekommt, ist, dass die Leute einfach gelassener sind, hilfsbereiter und auch vielleicht mehr Blick haben für das Wesentliche. Vielleicht überträgt sich ja das eine oder andere auf die Zeit nach Corona. Ja, hier ist natürlich auch alles tote Hose gesellschaftlich. Und ja, das ist halt das, was wir vermissen. Die sozialen Kontakte, das Vereinsleben, die Freunde, spontane Partys. Und so weiter. Was uns auch Sorge macht, sind die vielen kleinen Betriebe, die jetzt schließen mussten. Die ganzen Restaurants, Cafés und so weiter, Friseurläden. Das ist wirklich schon, das ist wie ein Tsunami letztendlich. Und das betrifft ja auch euch in Garding. Und wir hoffen, dass alle die Krise gut überstehen, gesundheitlich und auch wirtschaftlich. Und dass auch Hilfen, sofern beantragt, schnell gezahlt werden. Tja, wir müssen da halt alle durch und uns konsequent an die Verhaltensregeln halten. Dann dauert es hoffentlich auch nicht so lange und ja, unsere Hoffnung ist halt, dass wir uns bald wiedersehen. In aller Frische, vielleicht schon im Mai beim Iron Man. In diesem Sinne, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Tschüss aus Hessen. Biggi und Ralf.